Und damit herzlich willkommen zu Part Nummer 3 von Far Cry 3. Und im letzten Part sind wir diesen Berg hier hochgefahren. Aber unser letzter Spawnpunkt ist anscheinend ein bisschen weiter unten. Wir sind ja hier mit dem Korf-Z gegen den Zaun gefahren. Und wir müssen oben auf dem Berg mit irgend so einem Typen reden. Und vielleicht, hier können wir wieder looten. Und vielleicht finden wir ja schon irgendeinen Hinweis bezüglich unserer Freunde, die wir im Laufe des Games hier retten müssen. Wie schön, Alter. Dieses Spiel ist einfach so schön. Ich weiß auf jeden Fall, was wir jetzt gleich hier noch machen müssen. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, das heißt, auf jeden Fall weiß ich, was wir machen müssen. Ich kann mir vorstellen, was wir machen müssen, eher so gesagt. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal hier hinten in die Bretterbude rein. Jetzt kommen wir in so eine Sequenz rein, ne? Ja. Ich glaube, der zeigt uns jetzt auch noch irgendwelche Kräuter, die wir machen können. Moin! Gefällt Ihnen was davon? Ich Creepy Typ. persönlich mag ja die Roten. Die lila aussehenden, die heitern auf an grauen Tagen. Alles ist wunderbar. Ehrlich. Oh, nicht die Gelben, die bloß nicht. Die können auch töten, die... Die Mischung stimmt noch nicht ganz. Übrigens, Dr. Earnhardt hier. Oder mal hier, mal da. Kommt drauf an. Ja, ich heiße Jason. Moin. Dennis sagte, Sie könnten mir helfen, dass Sie einen meiner Freunde hätten. Einen Ihrer Freunde? Ich destilliere später noch eine Ladung. Was? Sie meinen das Mädchen, Daisy. Oh, Sie haben Daisy. Ich dachte, Sie benutzen eine Art Code. Wo ist sie? Na, sie ist in meinem Haus, Sir. Hier. Na dann. Lass mich rein. Hallo? Ah, jetzt geht's laufen. Rein hier in die gute Stube. Moin. Ganz nett haben sie's hier. Kann ich hier machen? Ach so, das ist dieser Schrank. Ah, nee, 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 nee. Brauchen wir nicht. Gehen hoch. Ja, moin. Hallo. Hallo, Daisy. Sie verbrennt ja. Ja, natürlich. Steht Flammen auf. Als ich sie fand, war sie am Arm verletzt, was an sich noch kein Grund zur Sorge gewesen wäre. Allerdings lief sie durch ein Feld mit Antiaris Toxicaria. Gesundheit. Upasbäume. Hochgiftiges Latex. Ich habe ihr ein Gegengift verabreicht. Jede Stunde. Ich fürchte, dass sie noch eine weitere Dosis benötigt. Ich habe sie doch gerade untersucht. Sie ist leer. Wo kann ich Nachschub besorgen? Besorgen Sie uns ein paar Höhlenpilze und alles wird wieder in Ordnung kommen. Ein paar Höhlenpilze. Suchen Sie an den Klippen im Westen. Vielen Dank, Doktor. Entschuldigen Sie die Hektik. Das Alles klar. Nichts. Das Mädchen muss leben. Für Sie und für mich. Oder da hinten ist noch irgendwas. Nein, bleib stehen. Jetzt kann ich da nicht mehr rein. Da war nämlich noch irgendwas so am Blinken, was man nur einsammeln konnten. Machen wir später. Pilze in der Tiefe. Wow. Lass mich raus. Aber hier können wir noch was einsammeln. Was ist das? Aha. Mit seinem kleinen Chemielabor. Hier können wir wieder was einsammeln. Hier hinten ist auch noch so eine Kiste. Die sind halt überall verteilt, ne? So, jetzt müssen wir Pilze sammeln. Damit wir unsere Freundin Daisy retten. Weil normalerweise retten wir immer nur Peach. Zum wie Mario. Was? Ui. Erstmal Knarre rausholen. Können wir hier einfach so runterdackeln oder sterben wir hier, wenn wir jetzt hier so eine Klippe runterfallen? Bis wohin muss ich überhaupt? Ach, ist ja überschaubar. Moin, Schweine.
Wenn ihr mich angreift, ne, ich schlachte euch ab. Er sei es dort. Die sind doch nicht im Westen. Was ist denn da los? Super. Er hat nicht erwähnt, dass die Höhle unter Wasser liegt. Ja, gut. Gut zu wissen. Wir sind jetzt unter Wasser. Och nö, du. Da habe ich ja Semi-Bock drauf. Na, kommt wieder ein Krokodil oder so. Oh Mann, oh. Na komm, heute Abfahrt. Wo ist er denn? Da müssen wir rein. Okay. Ah ja, vielleicht hätte ich das eher mal drücken sollen, dass man da schnell schwimmen kann. Luft holen, Luft holen, Luft holen. Ah! Einwandfrei. Erforsche die Höhle und finde die Pilze. Na dann. Wollen wir mal. Der kranke Doktor weiß hoffentlich, was er tut. Aber cool, Alter. Ab durch die Höhle. Todessprung. Todessprung. Müssen wir da runter? Nö, habe ich eigentlich Semi-Bock drauf. Halt Abfahrt! Okay, jetzt müssen wir wieder schwimmen anscheinend. Darüber. Okay, hier an der Lineale wahrscheinlich hoch. Ja. Auge juckt gerade. So, und jetzt müssen wir hier wahrscheinlich. Ich dachte, ging's runter. Okay, da muss man nur rangehen, dann macht er es automatisch. So, hier hoch? Können wir hier hoch? Geht er hier hoch? Ja, er geht hier hoch. Ich hab so Angst, dass wir wieder runterfallen. Hier sind noch Pilze. Was jetzt? Boah, hey, hey, wir sind high, Alla. Wo ist denn hier los, Alla? Können wir laufen, oder wie, boah? Das ist mal neu. Achso, jetzt kann ich auch wieder normal laufen, ey. Das war voll blöd. Alter, was, das ist ja neu hier. Ich persönlich mag ja die Roten. Alles klar. Du bist wach. Vielleicht. Oh, jetzt haben wir hier nach Hallos, oder was? Ich möchte gern hier hoch. Der Dschungel spricht nur durch den Krieger. Der Pfad führt ins Herz des Dschungels. Das Studio hat angerufen, ich hab die Rolle. Ich glaube, ich bin benommen. Mit dem Rest von unserem Urlaub. Ich dachte, wir könnten wie Erwachsene drüber reden. Kein Wunder, dass er hier nicht runtergeht, Alter. Hätte ich auch keinen Bock drauf. Isa, wir sind in Bangkok zusammen. Und ich kann nicht fassen, wie schön du bist. Muss ich euch Scheißer trennen, so wie eure Freunde? Ich hab dir versprochen, auf euch zwei aufzupassen. Ist gleich hier irgendwo ein Tier aus der Ecke kommt, ne? Rastisch aus. Hallo. Hey, hallo. Bitte bleiben Sie stehen. Bitte bleiben Sie stehen. Oh, da drin ist Feuerwerk. Hallo. Hallo? Ihr sagt auch hallo. Wovor hast du denn Angst? Oh, lecker. Du bist ein echtes Naturtalent. Okay, ich muss wahrscheinlich hier wieder raus. Die Pilze. Ja. Da sind nur diese einen Pilze hier, oder was? Habe ich sie jetzt? Auf einmal geht's mir wieder gut. Da ist einer. Ja, Mann. Nur einer. Ich brauche nur einen. Anstatt er direkt einen Büschel mitnimmt. Er nimmt wirklich nur einen. Alter, nimm doch den ganzen Busch da.
Sonst musst du ja wieder hier runter. Oh, Kisten. Looten. Hier macht sich einer immer schön breit, hat ein Lager aufgeschlagen. Eine Kanone. Wow, wie lange war ich da unten? Warum hab ich denn hier den Eingang genommen? Ist doch viel cooler, viel smarter. Naja. Dann gehen wir mal wieder hoch und jetzt muss ich springen. Hat ja gut funktioniert an der Stelle. Ich bin irgendwie noch hochgekommen. Wieder hoch, ne? Aber wir müssen da gar nicht X drücken. Wir können einfach nur dagegen laufen, dann macht das automatisch. Hier schön an der Küste entlang. Also wenn wir hier runterfallen, ja, dann war es das wahrscheinlich. Eine schöne Möwe. Hoffentlich sind wir bald mal oben hier. Davon war nicht die Absprache. Abmachung. Ah, perfekt, hallo. Checkpunkt erreicht. Ja, warum bin ich denn jetzt gerade eben direkt hier runtergegangen? Das ist doch viel einfacher. Frechheit. Hier, Kollege Schnürschuh, ich hab deinen Pilz. Mach die Tür auf. Ich schütze hier hinten rein. Tatsache. Perfekt. Oh, Jason, was für eine Überraschung. Ich habe was Feines für uns gebraut, während sie weg war. Der ist so high, ja, der Typ. Und das Mädchen ist jetzt, sie ist jetzt wach. Sie hat aber starkes Fieber. Wo sind denn meine kleinen Freunde? Oh ja. Die habe ich schon genommen. Alter, wie er guckt. Ja. Ich habe die Pilze. Wunderbar. Es ist ein Pilz. Geben Sie her. Ich brauche bloß noch ein paar Minuten, um die Medizin zuzubereiten. Los, sehen Sie nach ihr. Ja, mach du mal dein Ding. Solange es hilft, ist alles in Ordnung. Doktor. Doktor, Professor. Von und zu irgendwas. Moin! Es dir. Oh, du konntest fliehen. Das macht mich glücklich. Der Doktor ist echt ein Freak. Ach, der ist harmlos. Sogar echt nett eigentlich. Er hat mich hergetragen. Ihm seine Masche. Ich bin aus dem Konvoi geflohen. Dann wurde ich ohnmächtig. Oh, die Musik. Du hast mich gerettet. Ich kann Gänsehaut, Alter. Ja. Das war echt hart hier. Jason, was ist... Grant, er... Hör auf. Daisy. Nein. Es tut mir so leid. Also, das war's dann? Ich... Was ist das? Der Tau. Kommst du hier klar? Ich muss mit dem Doktor über die anderen reden. Ganz sicher? Oh, diese Melodie gerade. Geh. Geil. Einfach nur geil. Jason? Ja? Wer immer es war, der Grant getötet hat, er verdient den Tod. Was war das? Können wir reden? Nö. Aber natürlich. Vielen Dank für Ihre Rettung. Ach, gern geschehen. Aber drei meiner Freunde und mein kleiner Bruder fehlen noch. Wenn ich sie finde, kann ich sie herbringen? Auf keinen Fall. Perfekt. Ich kann mir nicht erlauben, Vaas Gefangene aufzunehmen. Seine Männer kaufen schließlich immer bei mir ein. Dann ist es der sicherste Ort. Hier würde er bestimmt nicht suchen. Bitte, Doktor. Er muss die anderen herbringen. Sonst werden sie sterben. Agnes.
Dir kann ich nichts abschlagen. Daher wieder Wind. Natürlich können sie bleiben. Oh, ich werde eine doppelte Dosis brauchen, um mich zu beruhigen. Junkie, ey. Ich komm klar. Warte hier, okay? Ich werde die anderen finden. Ich will immer noch da oben das looten. Jetzt ist die Tür schon wieder zu. Wie geht's deinem Freund? Meiner Freundin. Ja, ihr geht's gut. Dank dir, Dennis. Du hast das gemacht. Richtig. Es ist dein Sieg. Wo sind die anderen? Kann ich irgendwie nach ihnen suchen? Gibt es irgendwas, das mir weiterhilft? Naja, Jason. Die Piraten haben eine Satellitenschüssel für ihre Kommunikation auf der Medusa. Du könntest in den Funkraum gehen und sie belauschen. Was ist die Medusa? Ein Schiff, das in der Nähe gestrandet ist. Und Piraten bewachen es. Der Pfad des Kriegers, Jason. Trainiere deinen Körper und dein Geist wird folgen. Das Tatau wird dich weiterbringen. Können wir hier mit dem Ding fliegen? Der Ruf der Medusa. Wohin müssen wir denn? Bis da hinten hin. Ja, moin. Dann fliegen wir am besten mit dem, oder wir nehmen hier erstmal den Posten noch ein. Oder wir machen hier den Funkturm. Obwohl, den haben wir ja, glaube ich, ne? Den haben wir doch erobert. Ja, den haben wir erobert. Dann würde ich sagen, nein. Wir nehmen dieses Gebiet hier ein. Und wenn wir das... Ah, wird eng mit der Zeit. Vielleicht den auch noch und dann können wir nämlich in einem hier durch. Das machen wir. Da möchte ich gerne hin. Wegpunkt. Da unten müssen wir hin. Wie fliegt man da teil? Egal. Wir probieren's. Fliege schon? Ich fliege schon. Oh Gott, ist das wackelig. Könnte ich auch schneller fliegen? Nö. Ja, dann fliegen wir mal eine Runde, nicht? Dann nehmen wir uns jetzt erstmal hier diesen Außenposten noch ein. Und... dann schauen wir mal, wie viel Zeit wir noch haben. Boah, ist das lahmarschig, das Ding. Ja, da kommt auch schon das Feuer, der Qualm. Ich komme hier irgendwie am... Strand oder so landen. Stoßflug! Oh, oh. Zieh hoch, das Moped. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Himmel. Heilige Mutter Maria Gottes. Heilige Mutter Maria Gottes. Wir haben es überlebt. Oh, hier ist eine Vase. Wo ist die Vase? Erstmal hier den Hack einsammeln. Hier rein? Nö. Relikt nehmen. Ja, ich habe irgendeine Relikt genommen. Stabil. So. Jetzt müssen wir aber hier unten an unsere eigentliche Mission. Können wir hier einfach runterrutschen? Jawoll, Survival-Experte. Müssen wir da hier aufpassen, dass sie uns direkt sehen. Jetzt bräuchte ich so eine Sniper. Könnte ich nämlich an die ranzoomen und dann könnte ich nämlich gucken, wo hier was alles ist. Irgendwie versuchen, hinter das Auto zu kommen. Wieder falsch gedrückt. So, jetzt können wir uns anschleichen. Da ist der Verstärker. Diese Hitze. Bitte erschieß mich doch jemand.
Trotz mich diese Insel an. Soll sie in der Hölle spuren mit allen, die drauf wohnen. Wie machen wir es am besten? Der guckt gerade so doof. Ich könnte von hinten angreifen. Da ist auch noch jemand im Steg. Oh mein Gott. Komm, komm noch ein Stück, komm noch ein Stück, komm noch ein Stück. Jetzt haben sie mich eh. Oh mein Gott. Ah, Hund! Lad nach, das Aal. Die haben Verstärkung gerufen. Hilfe! Da kommt noch einer. Wir kommen von Norden. Die haben Verstärkung jetzt gerufen. Haben wir den Punkt? Jetzt mal plündern hier. Na kommt doch! Eben sitzt. Ist eigentlich Munition spart. Ja! Wir haben ihn! Jawoll! Zweiten Stützpunkt eingenommen. Moin Leute! Können wir den hier auch noch looten? Diesen komischen Truthahn. Können wir gewiss irgendwie gebrauchen. Wow. So, die looten wir auch. 2 von 24 stand da gerade. War richtig. Wenn wir hier ein bisschen looten, vielleicht kriegen wir ein bisschen Munition und sowas. Optimal. So. Sehr schön. So lobe ich mir das. Lass mal nachladen noch. Top. Ach Leute, ihr seid auch da. Schön, dass ihr mich immer so unterstützt bei sowas. Finde ich klasse. Hinten ist nur eine Kiste, die holen wir uns auch noch. Und jetzt haben wir hier auch den Schnellreiseort. Perfekt. Wir haben 1000 Dollar, Alter. Ah, das hier ist jetzt so Schnellreiseding, ne? Ja. So. Gute Arbeit. Ja, danke. Immer noch mehr zu tun. Ja. Ein Blick auf die Aushangtäler. Ja. Was ist das hier? Poker. Ah, da kann man pokern, okay. Ich würde halt jetzt gerne. Was ist das hier für ein Brief? Verlorener Brief. Okay. Das haben wir jetzt zumindest schon mal hier grün abgehakt. Vielleicht können wir den Punkt auch noch einnehmen. Da fahren wir jetzt mal hin. Da fahren wir jetzt hin. Und halt Abfahrt. Ring-Getting. Jawohl, jetzt haben wir schon wieder richtig viel geschafft. Wir haben Außenposten eingenommen und unsere erste ja, Freundin wieder ja, befreien können. Das heißt befreien können. Die wurde ja schon gerettet, aber wir mussten ihr irgendwelche Pilze bringen. Eine schöne Landschaft hier. Klasse. Warte mal, hier können wir vielleicht gerade mal, weil die direkt hier unten sind, ein paar von den blauen Blumen mitnehmen. Okay, das Wasser war irgendwie ein bisschen verbuggt. Nehmen wir mit. Blaues Blatt. Jetzt hier gleich wieder ein Alligator kommt, ne? Oh!
Plündern nicht möglich. Rucksack ist voll. Okay. Mein Rucksack ist voll. Erstmal den Timer verwerfen. Jetzt können wir doch... Warte mal, wie war das nochmal? Nee. Herstellung, ne? Herstellung. Auswählen. Können wir leider nicht machen. Können wir das machen? Das könnten wir machen. Aber wir könnten natürlich auch mal gucken hier. Brieftaschen. Nö. Spritztasche. Nö. Munitionsbeutel. Wildschweinfell brauchen wir dafür. Haben wir leider alles nicht hier, was wir hier machen. Oder was wir mit Verbesserung brauchen könnten. Aber Spritzen. Können wir nicht nur irgendwie Spritzen herstellen? Nur hier die hier, ne? Ne, warte mal, welche war das denn? Medizin? Grünes Blatt. Jagd. Das könnten wir herstellen. Dann stellen wir es auch einfach mal her. Jagdinstinkt. Machen wir da einfach mal hin. Oh, ich habe, glaube ich, gerade etwas gesehen. Nehme ich jetzt hier? Ja. Weil jetzt kann ich auch zoomen, wenn wir einen Außenposten einnehmen. Hallo. Zoom. Und zoom zurück. Ja, perfekt. Das habe ich nämlich gerade eben gesucht. Oder was heißt gerade eben? Ich wusste noch, dass es irgendwie geht. Steuerkreuz nach oben. Perfekt, dann haben wir das. Mal schauen, wo sind wir denn? Ah, wir haben noch ein ordentliches Stück. Leute, ich würde einfach sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, also in Part Nummer 4. Dann nehmen wir dann als allererstes mal den Außenposten ein und machen unsere Mission weiter. Unsere Hauptmission sozusagen. Oh, oh. Hast du einen Unfall gebaut? Ja, moin. Und schauen wir dann, wie viel wir in dieser Folge schaffen. Für heute soll es das auf jeden Fall gewesen sein. Ich fahre jetzt noch zu dem Stützpunkt und dann steigen wir nächsten Samstag da wieder ein. Schaltet da auch wieder ein. Lull, das war ein Reim, aber mit demselben Wort. Das darf doch nicht sein. Und ja, ich bin auf jeden Fall für heute raus und ciao.